Huhu, meine lieben Freunde und ho ho ho, willkommen zurück zu The Forest im Winter Wonderland. Wir haben ja das Schneemod drauf, deswegen sieht alles so schön weiß aus und sind auf dem Weg auf unserer Wanderschaft Richtung Pistolenteile, wo wir mittlerweile 5 Stück zusammen haben und uns nur noch 3 Stück fehlen. Und die finden wir auf der Nordinsel, also beziehungsweise auf der Nordhalbinsel. Haben uns hier ein kleines Lager gebaut, so einen kleinen Unterschlupf. Ich denke mal, ist ganz klein gehalten. Wir bauen uns jetzt noch schnell einen Essensständer hier hin, dass ich dann hier mal ein bisschen Essen noch hinterlassen kann. Und das haben wir hier ein bisschen was auf Vorrat. Ich überlege mal, wir sollten eine Echse hier hinhängen. Wir hängen einen Hasen hier hin. Wir hängen einen Fisch hier hin und ein Stück Fleisch. Da haben wir von allem etwas. So. Wir haben genug Essen bei. Das reicht ewig. Da können wir noch tagelang von zieren. Also, wir hauen uns jetzt auch mal einen Hasen hinter die Kiemen. Trinken mal ein Schlückchen aus unserem Wasserschlauch und sehen echt gut aus mit den Werten und düsen los. Wir haben ein paar Stöcker verbaut, vielleicht sollte ich wieder ein paar Stöcker einsammeln. So, dann haben wir die nämlich auch wieder voll. Besser ist, kann man nicht genug haben, Stöcker. Immer mal wieder. Hier haben wir sogar noch schönen Stoff bei, den nehmen wir natürlich auch mit. Totems, die plündern wir jetzt einfach mal. Eigentlich haben wir genug Stoff. Wir brauchen gar nicht mehr so Stoff. Aber wieso nicht, wenn man schon mal hier ist. Totenschädel noch und nöcher. Aber was willst du mit Totenschädel anfangen? Außer Lampen bauen. Das macht man in der Base. Da kann man übrigens einen Katapult bauen und da kann man Totenschädel drin lagern. Falls man sich schon immer mal gefragt hat, wie kann ich mir Totenschädel aufheben. Man kann immer noch 4 Stück tragen. Oh, da ist was los. Da. Die haben mich gar nicht gesehen. Schade. Sind auch schon weitergerannt. Die haben gar kein Interesse dran hier heute. Na gut, dann nicht. Dann machen wir uns mal auf den Weg weiter hier über die Landzunge. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Und da sind noch 3 Gräber, die brauchen wir für 3 Pistolenteile. Wenn wir die haben, dann haben wir die Pistole zusammen und können sie uns zusammensetzen. Und dann kann man rumballern. Wie Billy the Kid. Oh, einmal hier drüber. Wir können noch am Strand unten langlaufen. Wieso nicht? Bin mal so gewohnt, da oben lang zu laufen, weil das ist ein bisschen sicherer. Hier unten sind die Patrouillenwege. Hier ist immer sehr wahrscheinlich, dass man dann noch jemanden trifft, der einen ans Leder will. Apropos Leder. Wir bräuchten noch ein Wildschweinleder. Dann könnte ich mir diese Speertasche bauen, dass man mehr Speere tragen kann. Ist zwar nicht so wichtig, weil die verwende ich eh kaum. Aber wenn man schon mal hier ist, so ein Wildschwein. Naja gut, vielleicht kriegen wir noch eine andere Gelegenheit. Vielleicht, wir düsen erstmal am Strand weiter. Ja. Wir müssen hier, aber ich nehme jetzt mal so ein Endergemix. Können wir mal ein bisschen rennen. Da, wo die komische Hütte ist, da vorne. Da wollen wir hin. Und da oben ist ein kleines Dorf. Da kriegen wir ein Wildschwein eigentlich. Aber ich gehe jetzt nicht da zu Wildschwein. Hier ist unser Floß. Hier haben wir unser Floß abgesetzt. Beim letzten Mal. Und dann sind wir ja hoch zu dem Dorf. Da haben wir ja die Wildschweine geholt. Prima Sache gewesen. Hat gut geklappt. Aber jetzt sind wir eigentlich schon gut, so gut wie angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns das Grab aufspringen. Ja, der ist wie außer Atem. Ich weiß, du kannst noch nicht so joggen. Müssen mal die Werte kontrollieren, wie die Werte aussehen. Machen wir schon noch. So. Hier, ein Bömmchen, bitte. Da. Mach ran. Sehr schön. Tada. Da ist noch ein Pistolenteil. Zack. Das nächste. So, jetzt fehlen uns noch 2 Stück. Eins finden wir ganz, ganz hier vorne. Da müssen wir den Strand lang bis nach Norden. Hört sich erstmal weit an, ist aber gar nicht so weit. Oh, ich höre jemand, ich höre jemand, ich höre jemand. Au, 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 au. Ich habe euch doch gehört. Ich habe euch doch gehört. Du hast mir voll eine mitgegeben, du Hund. Der andere haut ab, oder was, ey? Mann, hat der mir... Wo ist mein Pfeil?
Habe ich den schon? Gut. Der ist abgehauen, ne? Der haut mir einer auf die Rübe und haut ab. Ich habe Energie verloren, Tatsache, ne? Dann werden wir einfach mal so eine Gesundheitsmischung essen. So, wir gehen mal weiter. Als ob nichts war. Wir haben ihn nicht gesehen. Ich habe den schon galoppeln gehört, ey, und ich Idiot laufe einfach weiter. Man sollte immer mal noch gucken, wenn man irgendwie jemand hört. Dann passiert einem das nicht. Oh, da fällt irgendwas aus der Hütte. Wieso auch nicht? Ah, da fällt mal irgendwo so ein Eimer Farbe und ein Haarspray. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Es schneit ständig, das heißt, die Farbe hält auch nicht. Jetzt muss er schon wieder durchatmen. Wir gucken jetzt mal kurz in die Stadt. 23 Stärke, 25, 2 Athleten. Er ist mehr athletisch wie stark. Dann muss er doch mal hier rennen können, der Freund. Also bitte. Gib Gas. Koffer. Batterien. Oh, das ist schön. Batterien nehme ich immer gerne mit. Nochmal zwei Koffer. Isotape. Perfekt. Alkohol. Das ist ja hier Schlaraffenland. Apropos Schlaraffenland. Da ist ein Schokoriegel. Kann man Schokoriegel puttern. Sehr schön. Molotow-Cocktails haben wir auch wieder voll. Ja, sehr schön. Das hat doch gepasst. Alles, was das Herz begehrt. Wir sollten auch noch gleich so eine Gesundheitsmischung ersetzen, die ich puttern musste. So, haben wir wieder 5. Weil hier oben findet man noch Aloe Vera. Ah, wo ist die Aloe Vera? Da. Nee, es war ein Stein. Hier oben ist auch Aloe Vera. Aber ist echt übel mit dem Gras. Also, da ist er. Man sieht echt keine Aloe Vera. Die Hasen sieht man auch nicht. Aber was man sieht, ist das Grab. So. Zack. Und damit haben wir das 7. Teil. Eins fehlt uns noch. Ein Stück zum Glück. Das ist hier irgendwo oben an einem See. Da müssen wir mal laufen und gucken, wo wir mal irgendwann an einem Wasserfall ankommen, der nach oben führt. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist oder wo das war. Das ist aber irgendwie hier so quer rein. Eigentlich kann man sich nicht groß verlaufen, so Himmelsrichtung anpeilen und ab geht er. Man kommt schon irgendwo an. Irgendwie. Irgendwann. Oh, jetzt ist er wieder außer Atem, der Mann. Ich höre mal Wasser plätschern, aber ich sehe keinen See und keinen Wasserfall. Ich glaube, da oben, da sieht es gut aus. Es war so, der ist auch so auf so einem Berg. Der See. Das Plätschern wird auch lauter. Ich glaube, das ist aber ganz richtig hier. Hier sind wir richtig. Bin mir fast sicher. So, wir atmen mal durch, dass wir gleich Konditionen haben, falls denn doch jemand kommt jetzt. Tja, der sieht schön aus wie eh und je. Aber Winter ist ja auch hier oben im wirklichen Spiel. So. Definitiv sehen wir mal zu, dass wir hier rumkommen. Hier gibt es Kanickel, fällt mir ein. Ja, da ist schon eins weg, Mist. Habe ich zu spät bemerkt. Hätte man sich jetzt schön Kanickel gönnen können. Ist das ein Kanickel? Nein. Das ist ein Stein. Ganz schön wenig Hasen unterwegs, oder man sieht sie wirklich nicht, hä? Weil hier ist eigentlich immer was los mit Hasen. Aber gut, egal. Wir suchen jetzt mal schnell das Grab. Das ist hier. Oh, da sind Pilze. Die sind sogar essbar. Die schwärmen. Ja, die stecken wir ein. Die nehmen wir doch mal noch mit. Ja, sonst noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Für meine Pilzsuppe. Da war ein Hase. Scheiße. Mist, meine ich.
ich den? Sehe ich den? Habe ich ihn? Ich habe ihn. Da ist noch einer. Und da ist auch ein Gegner hinter mir. Schnell, Hasen, schnelles Fell. Ich habe den Gegner schon gehört. Der hat schon gegrunzt, wollte ich gerade sagen. Mal hier mal noch mein Hasenfell gönnen. Oder muss ich mal meinen Pfeil daraus ziehen? Hallo? Kannst du mal mit dem Pfeil nehmen? Danke. Oh, ist jetzt aber sehr riskant, dass ich jetzt noch ein Fell abziehe, wenn irgendwo ein Gegner unterwegs ist. Da oben ist er. Ich habe ihn schon gesehen. Da links ist auch noch einer. Es sind zwei. Aber die haben auch kein Interesse momentan, oder? Habe ich das Gefühl. Vorne laufen sie noch rum. Soll ich jetzt trotzdem einfach mal springen? Ja, ich mache das einfach. Egal. So, Bombe ran. Und da ist das letzte Pistolenteil. Fertig, wir haben die Pistole fertig, meine Lieben. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden hier wieder runtergehen. Ich glaube, an dem Wasserfall kommen wir unten an dem Dorf an. Oh, das Wildschwein ist. Wo ist denn jetzt der Wasserfall? Der war doch hier irgendwo. Oh, Pilze. Ja, wieso nicht? Wenn sie doch hier schon so rumliegen. Sind aber Giftpilze, die kann man nicht essen. So, Hasen über Hasen hier vor meine Füße. So, wir folgen mal dem Flusslauf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Drei Mann. Hallo Schwester. Na, hast du gesehen, was ich mit deiner Schwester gemacht habe? Guck mal, zack. Hallo Bruder. Hey Bro. Was geht ab, mein Freund? Hast du Party am Laufen? Gib mir meine Pfeile. So, Pfeile. So. Da unten ist das Dorf, Tatsache. Da wollte ich doch hin. Habe ich noch einen gehört? Nee? Okay. Ich dachte. So, wenn wir jetzt noch ein Wildschwein finden, dann bin ich happy. Und wir haben hier was zu futtern. Da können wir uns doch gleich mal zwei Stücken ein... Ah, da kommt er. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hallo. Tut mir leid, mein Freund. So. War es das jetzt? Oder hast du noch einen Freund bei? Nicht? Okay. Da ist ein Reh. Brauchen wir Rehfell eigentlich? Ich meine, wir haben keins. Ja, die Koffer sind natürlich alle schon offen. Haben wir schon fleißig geplündert. Ein Wildschwein. Zack. Sehr schön. Wir brauchen nur ein einziges. Meine Pfeile bitte wieder. Danke. Da ist noch ein Wildschwein. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, glaube ich. Aber wir nehmen es mal trotzdem mit. Habe ich jetzt hier einen Pfeil verloren? Irgendwo ist ein Pfeil weggefluppt. Schade. Egal. Hier ist Pfeil. So. Wildschweinhaut. So. Ja gut, dann habe ich das auch. Dann haben wir wenigstens den letzten Beutel auch noch fertig. Oh. Der war peinlich daneben geschossen. Oh, noch peinlicher. So. Haben wir noch ein Bambi-Fell. Ja, ganz gute Ausbeute gemacht bis jetzt, sag ich mal so. Und ich habe noch ein Bambi gehört. Irgendwo ist noch ein Bambi unterwegs. Da ist ein Bambi. Mensch, da Bambis hat man ja auch keine Probleme. Nicht wirklich. So, meine Pfeile wieder rausgezogen. Leider das ganze Fleisch liegen lassen. Ich kann kein Fleisch tragen. Schade. Aber egal. Dann ist es halt so. Aber wir werden mal ganz kurz mal gucken, dass wir die Tasche mixen. Wie war das denn?
Ach nee, warte mal. Erstmal packen wir die Wildschwein-Dinger rein. Dann gucken wir uns das mal an. Ach, guck mal, zwei Bambis. Na, ein Glück haben wir noch zwei Bambis. Oh, zwei Stoff, zwei Bambis. So. Da ist die Speertasche. Jetzt können wir nämlich hier mal ein paar Stöcker reinpacken und ein paar Speere mixen. So. Ja, jetzt nimmt es langsam Gestalt an alles hier. Wunderbar. Hier, wir werden mal hier ein Alkoholfläschchen ranbasteln. Da habe ich einen Feuerspeer. Haha. So. Ja, unser Arsenal hat echt gut zugelegt bis jetzt, ne? Die Leuchtpistole hat 15 Schuss Munition. Einen Kassettenrekorder haben wir mit diverser Musik. Das ist eigentlich ganz gut für die Ausdauer mal ab und zu. Man könnte jetzt mal gucken, dass man auch vielleicht bald dann mal die Axt pimpt. Genug Harz hätten wir. Aber noch nicht genug Federn. Da haben wir noch drei Federn. Die kriegen wir auch noch zusammen. Ja, ich würde sagen, unsere Reise hat ein Ende. Wir setzen uns jetzt die Pistole zusammen. So. Tada! Da ist sie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe keine Taschenlampe an dem Bogen. Okay. Gut. Schön, dann haben wir die Pistole jetzt. Prima Sache. Mal gucken, was wir damit anstellen. Da fällt uns schon noch irgendwann was ein. Wie viel Schuss haben wir denn dafür? 24 Schuss. Okay. Gut. Ist akzeptiert. Ja, da können wir uns langsam auf dem Heimweg machen. Ja, ab in die Heimat, an die Base. Mal gucken, was da so abgeht. Da ist ja auch nicht, da ist auch nicht besonders ruhig. Da werden wir auch noch unseren Spaß haben. So, Stecker mal wieder voll. Passt. Wie weit ist es denn? Ach, das ist ja eigentlich ein schöner Weg. Man könnte links schön am Sinkhole vorbei. Kriegen wir bestimmt ein bisschen Ärger zwischendurch. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, das machen wir auch. Brauche ich Pfeile? Dann könnte man noch Abstecher zu den Pfeilen machen. Nicht wirklich. Aber das sind auch Leuchtfackeln. Die könnte man in unsere Pistole laden. Vielleicht sollte man einen kleinen Abstecher rüber zur Leuchtfackelinsel machen da. Und ach, man könnte auch die Kettensäge holen. Natürlich, Mensch. Die Kettensäge. Das ist eine Idee. Ja, das machen wir. Liegt ja fast auf dem Weg, sag ich mal. Fast. Wollen wir oben am Sinkhole langlaufen? Das Sinkhole. Da kommen wir auch noch hin. Da unten haben wir auch noch unseren Spaß drin. Ja, ja. Sieht halt geil aus, wenn man einen Gleiter drüber gleitet. Können wir ja mal noch machen. Ja, die Ausdauer lässt schon wieder zu wünschen übrig. Hier, komm, erstmal so ein Energy-Mix, dafür ist er da. Gib Gas, mein Freund. Da vorne den Übergang müssen wir nehmen. Da müssen wir über die rüber auf die andere Seite. Da oben sind da auch die Leuchtfackeln schon. Ist auch gar nicht so weit weg. Aber außer Atem ist er schon wieder. Aber je mehr man sprintet, desto mehr kann man sprinten. Baut sich ja aus, eigentlich. Irgendwann. So, jetzt schleichen wir uns mal hier den Berg hoch. Oh, Futterständer. Das ist ja schön. Komm, hauen wir uns noch mal ein Stück Fleisch rein und nehmen uns mal eins mit. So. Sehr schön. Oh, hier sind gar keine Leuchtfackeln mehr. Schade. Wir haben hier echt alles geplündert. Och Mensch. Der ganze Weg umsonst. Ihr seid doch alles hier. Loser. Komm, wir gehen. Ein Eichhörnchen. Schön, toll. Sonnenhut und Aloe Vera gibt's hier. Nehmen wir doch mal mit.
Hier Sonnenhut, Aloe Vera. Sonnenhut. Und hier hinten haben wir noch ein paar Koffer, die können wir noch plündern. Oh, sind schon offen, schade. Da waren wir wohl schon mal hier. Dann gehen wir weiter zur Kettensäge. Was soll's? Schauen wir mal. Ja, die Kettensäge ist eigentlich eine der Sachen, die man am leichtesten holen kann, wenn man den Kletterhaken besitzt. Kurzer Weg, keine Gegner. Wenn man es nicht drauf anlegt. So, da sind wir schon angekommen. Hier ist die Höhle für die Kettensäge. Hier liegt vorne ein Foto. Können wir uns mal angucken. Ja, toll. Bombe. Das ist ein Grab. Das ist am Goose Lake. Das haben wir schon. Wir haben ja unsere Pistole fertig. So. Mach mal bitte das Feuerzeug an. Dann sehen wir auch was. Dankeschön. Dann muss man einfach nur mal den Gang folgen hier. Nicht erschrecken, Fledermaus. Ja, ja. So. Hier gibt es Uhren. Uhren brauchen wir. Uhren haben wir keine mehr. So. Geld. Nehmen wir auch mit. Und hier ist noch eine Medizin, aber brauchen wir nicht. Haben wir voll. So. Leiterplatte. Sehr schön. So. Hier können wir runter. Da brauchen wir gar nicht den Kletterhaken noch nicht. Erst wenn wir wieder zurückkommen. Und dann müssen wir noch ein Seil runterklettern. Und dann sind wir eigentlich schon da. Und da haben wir die Kettensäge. So leicht ist es. Nicht mal eine Minute Arbeit hier. Ja, die wird uns helfen beim Bauen. Das geht alles so schnell. So schön schnell. So, wir sind angekommen in dem Raum. Ein Seil. Lagerfeuer. Oh, Sprit. Aber haben wir ja zwischendurch schon so viel gesammelt, dass wir schon heute gar nicht mehr mitnehmen, den Sprit. Denn hier ist die Kettensäge. Tada, tada, tada. Okay, wir machen mal nicht zu viel Lärm. So, wir gehen mal hier noch ein bisschen plündern. Hier unten ist noch Alkohol. Wir haben ja mittlerweile fast alles verbastelt an Alkohol. Wir könnten noch zwei Bomben bauen. So, und hier unten sammeln wir uns den Alkohol ein. So, das war's. Da können wir eigentlich hier schon wieder gehen. Mehr ist hier nicht. Mehr gibt es hier nicht zu entdecken. Ab nach Hause. Komm, kletter, Junge. Kletter, kletter. Kletter, als wäre es das letzte Mal. So, hier, komm, nimm den komischen Haken in der Hand. Den brauchen wir gleich. Ja, ich weiß, es ist dunkel, meine Lieben, aber für mich auch. Ich sehe nicht viel mehr. So. Angekommen. Ja, sehr geile Aktion. Ratzepatz. Mal schnell die Kettensäge besorgt. Prima, prima, prima. Wir sehen mal zu, dass wir mal nach Hause kommen. Da, 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 da. Und durch den Wärmeanzug ist auch scheißegal, ob man jetzt nass ist oder nicht. Ob es schneit oder regnet. Wir werden einfach nicht frieren. Wir haben einen Wärmeanzug. Was haben wir denn hier noch Schönes? Totems. Was soll ich denn mit Totems hier? Kann man gar nichts mit anfangen hier. Da haben wir voll und so. Vielleicht Beine, wenn Beine drin sind. Die kann man ja auf Lagerfeuer schmeißen. Hier, da war ein Beinchen. Hier ist auch ein Beinchen. So. Haben wir zwei Beinchen. Ansonsten bringt uns das alles hier nichts. Alkohol vielleicht noch, aber ich glaube, irgendwo gibt es einen. Hier ist auch Ringelblume noch. Okay. Okay.
Chicorée, perfekt. Ringelblume. Also hier ist ja schön zum Looten. Pflänzchen, alles da, was man will. Wir werden hier auch mal ein paar Blaubeeren einpacken. Wenn wir schon mal hier sind. So, das sind alles Heckenkirschen, Heckenkirschen, Heckenkirschen. So. Ja, wir müssen eh in die Richtung, das passt schon. Da können wir zwischendurch auch mal hier mal zugreifen. Ich sehe gar nicht, wo die Beeren hängen, ob ich die nehme oder nicht. Durch den Schnee. Weiß ist halt doof. Ja, okay. Gut, da war wohl keine mehr dran. Gucken wir hier nochmal. Kann nicht schaden. So, okay. Hier haben wir noch Aloe Vera. Was noch geht, geht. Was nicht mehr geht, geht nicht mehr. So, voll. Super. Haben wir auch hier gut abgesahnt. Dann müssen wir jetzt hier mal über den Übergang. Da, wo die Pflänzchen sind, kommen wir rüber. So. Und eigentlich so gut wie zu Hause sind wir. Über Hasen. Hasen. Der Hasen würde ich jetzt nicht nein sagen. Komm mal her. Einen nehmen wir noch mit. So. Da ist auch noch einer. So. Mein Pfeil und das Fell. Können wir das Fleisch mitnehmen? Ja, sehr schön. Das Fleisch können wir auch mitnehmen. Ist das nicht verschwendet. So, da liegt noch ein Pfeil von uns. Den nehmen wir mit. So, und ab nach Hause. Und zwar würde ich sagen, hier oben lang, ja. Das ist der kürzeste Weg. Och, der muss wieder durchatmen. Der Mann. Habe ich schon gesagt, dass ich es geil finde, dass es oben so geil an der Klippe liegt? Sieht echt schick aus. Das haben wir echt schick hingekriegt. Jetzt können wir auch unser Bettchen. Ach, der Baum schon wieder. Muss ich den jetzt jedes Mal von draußen wegmachen, wenn ich hier anfange zu spielen? Das gönne ich mir jetzt noch. Das gönnen wir uns jetzt noch. Das nervt mich. So. Den Fort. So, schön Lagerfeuer anmachen. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt hier mal kurz das Bettchen fertig. Dann haben wir unser Bettchen hier und das ist die ideale Gelegenheit, hier doch mal zu sagen, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Mir hat ein tierischen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit mir dabei seid, wenn wir dann weitermachen, hier mal schauen, was als nächstes so ansteht. Ihr könnt gerne mal ein Video liken oder schreibt auch mal einen Kommentar, freut mich immer. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert mich, dann kriegt ihr Bescheid. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!